Hallo miteinander. Mein Name ist Norma Heidegger, ich bin 59 Jahre alt, Mutter von einer erwachsenen Tochter und wohne mit meinem Partner zu Dresden. Ich bin eine optimistische und motivierte Frau und nehme gerne neue Herausforderungen an. In meiner Freizeit mag ich gerne Vorträge, spannende Gespräche, interessante Bücher, Skifahren und Wandern. Ich gehe wahnsinnig gerne nach Vaduz ins Kunstmuseum, wenn immer ich Lust und Zeit habe. Sei es, um die aktuelle Ausstellung anzuschauen oder einfach nur ums Gebäude und die Architektur zu geniessen. Wo man mich aber auch immer wieder findet, ist auf dem Fußballplatz zu Vaduz. Als Fan vom FCV. In meinem Berufsleben habe ich schon sehr viele verschiedene Erfahrungen können sammeln. Sei es im Anwalts- und Treuhandwesen, im Gesundheitsbereich und in der Industrie. Ich bin seit 2005 bin ich Betriebsökonomin und seit 2010 bin ich die Assistentin der Geschäftsleitung und vom Verwaltungsrat der Liechtensteinischen Kraftwerke. Ich komme aus einer Politikerfamilie. Politik war immer schon Teil meines Lebens. Liechtenstein als attraktives Land mit guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft, als Wohnort und als Erholungsgebiet weiter voranbringen und mitzugestalten, das ist meine Motivation. Dann habe ich hauptsächlich drei Themen, wo ich mich gerne dafür einsetzen möchte. Und zwar wäre das eine moderne, für alle bezahlbare Gesundheitsversorgung. Dann hätte ich gerne den Mittelstand und die Geringverdienenden hätte ich gerne gestärkt. Und ich möchte gerne Zugang für alle zur bestmöglichen Bildung.